Der Straßenhandballer spielt wieder mit dem Welthandballer. Die Helden des deutschen Handballwintermärchens sind endlich wieder in einer Mannschaft. Mutig, authentisch, ehrlich. Herzlich willkommen zu 2012, eurem neuen Handball-Podcast mit Christian Zeitz und Henning Klitz. Unsere zwei Welt- und Europameister geben euch Hörstoff. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und wir freuen uns heute, Sönke Petersen begrüßen zu dürfen von den Dev Boys. Sönke, hallo. Hallo. Hi. Ja, sag, Dev Boys. Ich freue mich auch. Kannst du uns ein bisschen was zu dir sagen und auch zu den Dev Boys, was das bedeutet? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Ja, richtig. Dev Boys kommt einmal aus dem Englischen, Deaf für gehörlos steht das Ganze, und natürlich haben wir uns den Namen von den Bad Boys von der hörenden Nationalmannschaft ein bisschen geklaut und haben uns dann den Spitznamen, also wir sind, damit meine ich die gehörlosen Nationalmannschaft im Handball, genau, und deswegen nennen wir uns halt die Deaf Boys. Fritze, du hast schon wieder einen Fehler gemacht bei der Ansage. Bei der Ansage. Aber das macht nichts, das macht uns authentisch. Was habe ich falsch gemacht? Ja, hast du wieder einen Sprachfehler reingebracht, aber das ist gar kein Problem, das schneiden wir raus und kein Problem. Solange du nicht alles rausschneidest von mir, ist alles gut. Sönke, du kommst aus Kiel, ist es richtig? Richtig, genau. Ich komme aus dem Norden und ich komme aus der Kleinstadt Preetz, die ist 20 Kilometer von Kiel entfernt, aber wohne jetzt inzwischen schon seit 15 Jahren hier in Kiel. Okay, bei welchem Verein spielst du da? Aktuell spiele ich in Neumünster bei der SG Wift. Und passt für mich ganz gut, weil ich nicht direkt in Kiel arbeite und ich da ein paar Freunde habe, mit denen ich dann da zusammenspielen kann. Und wenn ich mal auch ein Trainingsspiel gegen Wift gemacht, also ich kann mich da an irgendwas erinnern, kann das sein? Ja, richtig, genau. Da war der in den Holzenhallen und ich glaube damals von der Provinzial organisiert gewesen, so ein Testspiel, das war ja früher üblich, das dann glaube ich einmal in der Vorsaison, in der Vorbereitung gegen Amateurmannschaften so ein Trainingsspiel, Testspiel gemacht wurde. Ja. Das haben wir auch die Provinzial genannt. wenn man im Umfeld von Kiel lebt, ist es dann klar, dass man Richtung Handball geht, oder wäre auch ein anderer Sportart für dich als Option in Frage gekommen? Ich habe auch als kleiner Junge alles ausprobiert, von Fußball, Handball, wo man da war. Ich war beim Judo, ich habe Basketball gespielt, so was man alles da mal ausprobieren kann, aber es war schnell eigentlich klar, dass ich beim Handball bleibe. Weil meine Familie halt auch Mama, Papa Handball gespielt haben und das hat mir am meisten gefallen und deswegen war das eigentlich klar. Und ja, natürlich durch die Nähe zu Kiel und THW, gibt es manchmal vielleicht auch doch irgendwie besondere Ambitionen, dann eher doch beim Handball zu bleiben. Bist du ab und zu in der Halle beim THW? Ich bin zu den Champions League-Spielen regelmäßig da und Bundesliga. Ja, wenn das dann passt, spontan dann nochmal an dem Tag nochmal eine Karte holen und okay. Gucken. Gibt es da momentan Karten noch zu kaufen oder kommt man dann noch gut ran? Ja, doch, also zu unserer Zeit war das nicht so möglich. Nee, richtig. Früher hatte ich eine Dauerkarte, da musste man auch eine haben, um überhaupt an die Spiele ranzukommen. Jetzt ist das ein bisschen entspannter, jetzt sind die Halle nicht immer ausverkauft. Natürlich zu den Klassikern wie gegen Flensburg, da wird es schwierig, aber ansonsten hat man doch eigentlich immer noch mal eine Chance, eine Karte zu bekommen. Wie siehst du den THW im Moment? Jetzt die letzten 5 Spiele, sag ich mal so, waren erfolgreich, wieder auf einem besseren Weg, aber der Start, der war natürlich schon ziemlich holprig, damit habe ich nicht gerechnet und ich finde, dass sie auf einem guten Weg sind, dass sie sich gefangen haben und da waren die letzten Spiele, sei es in der Champions League, mit Ausnahme gegen Aalborg zu Hause, aber in Aalborg, in Paris und auch jetzt das letzte Spiel. Gestern gegen Erlangen, richtig, auch nicht einfach in Erlangen da Punkte zu holen und ich finde, sie sind jetzt wieder auf einem guten Weg, aber -10 Punkte ist natürlich schon ein ordentliches
Paket, was man mit sich schleppt, das stimmt. Ja, aber du siehst ja, andere Mannschaften lassen auch Punkte. Jetzt hat Magdeburg in Melsungen einen Punkt gelassen, also das ist noch alles möglich. Ja, ich habe nur vorhin einmal einen Live-Ticker geguckt und ja, davon sprechen ja alle, dass diese Saison ja ziemlich kurios ist oder sehr ausgeglichen ist und ich glaube, dass da auch ja, heute Magdeburg, aber auch dass Berlin auch nochmal Punkte lassen wird. Ich glaube aber auch, dass Kiel nochmal das ein oder andere Spiel verlieren wird, deswegen ja, wird es sehr schwer, da dann noch von der Meisterschaft zu sprechen. Spricht ja auch für die Liga, also man darf ja nicht vergessen, von, ich sag mal, vor 20 Jahren war es gang und gäbe, dass der Meister mindestens 10 Minuspunkte hatte, also von daher spricht es ja auch für die Liga. Ja. Das und erst seit Thierry Omeyer bei Kiel im Tor war, wurde es dann besser. So, den mit schneiden wir raus. Ja. Nein. Ja, erzähl doch mal was über die Deaf Boys. Also ihr seid, habt die Silbermedaille geholt? Ja, das ist richtig. Wir hatten dieses Jahr in Dänemark die Weltmeisterschaft und konnten dort Silber gewinnen und ja, Gold verlieren. Aber letzten Endes war die Freude über Silber dann doch groß und irgendwo auch stolz da. Ja, ich spiele in der gehörlosen Nationalmannschaft seit 2015 und bin auch irgendwie zufällig darüber aufmerksam gemacht worden, weil es wirklich wenig Informationen dazu gab. Schade eigentlich, weil ich sonst, bin inzwischen auch 37 und hätte doch schon gerne vielleicht mit Anfang 20 da in der Mannschaft gespielt. Und ja, wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen publik zu machen, uns bekannter zu machen und suchen halt immer wieder noch Spieler, die gehörlos sind. Ich nenne das mal gehörlos in Anführungszeichen. Es ist ja so, ich kann mich jetzt ja auch mit euch unterhalten. Das heißt, es muss eine hochgradige Schwerhörigkeit vorliegen. Und wenn wir dann im Spiel sind, dann haben wir halt unsere Hörhilfen nicht mit drinne. Das heißt, wir sind dann fast gehörlos. Einige Spieler sind komplett gehörlos, ohne Hörhilfen. Einige Spieler kriegen noch ein paar Dinge mit. Aber ja, es ist schon sehr schwer, dann das zu verstehen. Wie viele Länderspiele hast du schon jetzt auf dem Buckel, wenn du seit 2015 dabei bist? Ich bin jetzt bei 27 Länderspielen. Also habt ihr nicht regelmäßige Länderspiele oder? Nee, wir haben eigentlich wirklich nur Länderspiele, wenn eine Meisterschaft ansteht. Also es gibt ja die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und dann gibt es die Deaflympics. Das sind dann die Olympischen Spiele der Gehörlosen. Genau. Ja, und wie läuft so ein Spiel ab? Also ich habe jetzt gelesen, dass der Schiedsrichter per Handzeichen. Ja, also es ist wirklich. Wir spielen ganz normalen gleichen Handballsport wie die Hörenden und natürlich sind die Schiedsrichter vorher ein bisschen geschult, dass die dann, wenn jetzt mal ein Pfiff überhört wird von den Spielern oder das Handzeichen nicht gesehen wird, dann wird man nicht sofort mit 2 Minuten bestraft, da gibt es dann eine gewisse Kulanz. Und man kann natürlich so einige Situationen abschätzen, man kann dann schon absehen, okay, das wird jetzt ein Freiwurf sein und mit einem Blick zum Schiedsrichter sieht man dann halt, Freiwurf, dass es ein Freiwurf ist. Einige Spieler nehmen halt auch den Pfiff ganz leise wahr und in manchen Spielen ist das sogar, dass es eine Lichtsignalanlage hinter dem Tor dann halt gibt. Ich glaube, das war es in Köln, gab es die auch, glaube ich, ne, bei den Champions-League-Spielen, dass da hinter dem Tor, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Ja, bei Tor gab es immer ein rotes Signal, dass es dann ein Tor war, weil... Ah, okay, ja. Nee, aber bei uns ist dann halt, wenn Pfiff ist, dass es dann halt so ein Signal ist, so dass es dann halt auch visuell sichtbar ist. Genau. Aber ihr müsst euch mehr auf die Schiedsrichter konzentrieren, als jetzt zum Beispiel wir oder als wir gespielt haben. Oder ist das. Ich konzentriere mich. Also, es kann auch sein, dass mal irgendwie, den Ball abgefangen wurde und dass man dann erstmal aufs Tor rennt. Und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass dann der gegnerische Torwart schon signalisiert: Moment, das wurde abgepfiffen. Und so fair sind dann doch eigentlich schon die Mannschaften, dass man da das mitbekommt. Ja. Also Schiedsrichter ist gar nicht mal so, dass der Unterschied. Also das kriegt man alles schon mit. Schwierig ist eher so die Kommunikation einmal auf dem Spielfeld, untereinander mit den Spielern. Und natürlich das, was der Trainer dann eigentlich
so mal im Spiel reinrufen kann, das fällt halt bei uns auch weg. So, dass wir dann natürlich auf die Timeouts angewiesen sind, wo dann auf einer Tafel was draufgeschrieben wird oder dann halt auch teilweise die Gebärdensprache genutzt wird. Aber ja, es wird viel mit Handzeichen und Gebärdensprache dann auf dem Spielfeld auch gearbeitet. Also nutzt ihr das dann auch, ich sag mal, gerade wenn man dann nicht so miteinander kommunizieren kann, zum Beispiel einlaufen, ne, wenn man jetzt gegen die Ballrichtung zum Beispiel einläuft, kann man ja kaum kommunizieren. Sind das, nutzt ihr, ich sag mal, diesen Vorteil, Nachteil, wie man das nennen mag, auch speziell aus oder ist das keine Strategie? Natürlich spielen wir auch mit Einläufern. Ja, das wird auch schon dann, also nicht speziell ausgenutzt, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt jeden Angriff irgendwie immer gegen Einläufer oder sowas. Ja, natürlich, was für uns im Nachteil ist in der Abwehr, nutzen wir natürlich auch dann im Angriff dann zu unserem Vorteil. Klar. Aber der Mittelmann gibt dann Handzeichen für die Spielzüge, so wie früher, als es noch, oder wie läuft das dann ab? Ja, richtig, genau. Wir haben für jeden Spielzug haben wir Handzeichen, die der Mittelmann ansagt. Und ja, ich glaube, dass im Angriff ist es auch gar nicht so das Problem. Da weiß man die Abläufe eigentlich, ist es ja auch dann, denke ich mal, bei uns nicht so extrem wie in der Bundesligamannschaft, dass es dann mehrere oder zu viele Spielzüge gibt. Also wir haben zwar auch ein Playbook, wir müssen uns da vorher mit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, man kann das dann mit den Handzeichen sehen. Aber was Henning Fritz ja gerade schon sagte, in der Abwehr ist eher das Problem, wenn man dann nebenan dann doch mal den Anläufer ansagen will. Und da wird dann natürlich, insbesondere im Training, natürlich der Fokus gelegt, dass man dann noch disziplinierter seine Rolle in der Abwehr einnehmen muss, was dann natürlich, wenn da einer mal aus seinem Raster rausfällt, ja, da freut sich der Trainer dann immer besonders. Aber es ist auch immer schön, wenn man den Trainer nicht hört beim Training. Definitiv, das hat er seinen Vorteil, das sage ich auch immer. Also zum einen hat man seine Ruhe und es ist, kann dann vielleicht auch fokussierter sein im Spiel und kriegt dann vielleicht den einen oder anderen Trash-Talk vom Mitspieler nicht mit, dass man sich dann da irgendwie die ganze Zeit eine Frikadelle ans Ohr labern muss, lassen muss. Kann auch mal sein, dass der Trainer einen auswechseln will und ja, man dann lieber nochmal zweimal mit in Angriff vorne geht. Und sagt dann einfach, naja, habe ich nicht gehört, wusste ich nicht. Hat man der dann vielleicht nochmal einen Wurf nehmen kann. Eine berechtigte Ausrede, ja. Ja, richtig, genau. Ja. Das kenne ich. Ja. Seid ihr mal ab und zu auch schwerhörig oder blind oder wie auch immer, ja. Sönke sagt, gegen die Kroaten sind, glaube ich, in eurer Sportart oder in eurem Bereich sehr führend. Du hast vorhin angesprochen, dass die Strukturen in Deutschland für euch jetzt nicht ganz von Vorteil sind. Was läuft bei den Kroaten anders, was für euch im Endeffekt in den deutschen Strukturen von Nachteil ist? Also die Kroaten haben einmal natürlich den Vorteil, dass sie schon Spieler in ihren Reihen haben, die einfach individuell einfach stärker sind, die dort in der teilweise in der kroatischen ersten Liga spielen. Zwar dann nicht bei Zagreb, aber schon irgendwo da im Mittelfeld und natürlich dann eine individuelle Klasse mitbringen. So einen haben wir noch nicht gefunden, irgendwie höherklassig spielt. Also bei uns geht das maximal bis zur Oberliga und dann ist da alles dabei nach unten. Und ja, was vielleicht sicherlich auch bei den Kroaten nochmal ist, dass sie vielleicht auch noch den finanziellen Anreiz haben. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Spieler ja ihren, zum Beispiel einmal ihren Urlaub dafür in Anführungszeichen, ich sag mal, in Anführungszeichen opfern müssen. Also wir machen das ja gerne, aber nichtsdestotrotz geht da natürlich viel Zeit drauf, viel Geld halt auch, weil wir dann auch die Ein- und Anreisen meiste selber finanzieren müssen, kriegen ein bisschen Unterstützung, haben ein paar Sponsoren. Ja, aber wenn ich dann höre, wir haben jetzt letztes Jahr in Brasilien die Silbermedaille gewonnen und ich kann das ja ruhig sagen, da gab es dann 300 Euro für jeden Spieler und andere Nationen, wie zum Beispiel die Kroaten, kriegen für die Goldmedaille 30.000 Euro pro Spieler und aufwärts. dann könnte man sich auch vielleicht da vorstellen, dass das natürlich auch nochmal einen Anreiz bringt und nochmal eine extra Portion Motivation mit sich bringt. Und
Genau. Weil du es gerade gesagt hast, ich sag mal auch in einer eine Liga, ich weiß gar nicht, gibt es bei euch eine richtige Liga? Weil soweit ich weiß, ist ja in der Pfalz drüben, glaube ich, ein Zentrum oder gibt es einen Verein, der das annähernd, ich sag mal, oder stark unterstützt? Ihr habt ja jetzt keine Deaf Boy kann man sich nennen, aber gehörlosen Liga gibt es ja in der Form nicht. Wäre das, sag mal, eine Möglichkeit, ich sag mal, diesen Sport mit mehr Anreiz zu füllen? Oder hast du Ideen, gibt es da Ideen von deiner Seite, wo du sagst, hier könnte man einen Ansatz finden, um euren Sport entsprechend mehr zu unterstützen? Also eine Gehörlosenliga für nur gehörlose Handballer gibt es nicht. Ich glaube, die Problematik ist einfach schon, dass wir nicht so viele gehörlose Handballer gefunden haben bisher. Wir sind ja schon froh, dass wir eine Mannschaft voll bekommen für die Nationalmannschaft. So, und dann wäre es ja natürlich auch viel zu aufwendig, dann, wenn man dann selbst ein paar Mannschaften hätte in Deutschland, hätten wir gar nicht die finanziellen Mittel, dann jedes Wochenende irgendwo da dann hinzufahren. Ideen? Ja, erstmal ist es natürlich, dass man das weiter publik macht und auf uns aufmerksam macht, weil ich denke, es gibt noch genug Sportler, die dieses Handicap haben und die Handball spielen und das aber davon einfach gar nichts wissen. Und wenn man dann doch nochmal die Möglichkeit hat, als Amateursportler auch mit dem Adler auf der Brust zu solchen Wettkämpfen zu fahren. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr war es in Dänemark, letztes Jahr waren wir in Brasilien und 2025 sind die nächsten Olympischen Spiele in Tokio. Das sind natürlich auch alles Reisen, die man vielleicht nicht so unbedingt als Reiseziel hat. Und wenn man das erstmal weitermacht, also in erster Linie weiter Werbung macht für die Deaf Boys, dass man sagt, hier, Mensch, uns gibt's auch und vielleicht kennt irgendjemand einen in der gegnerischen Mannschaft oder in der Liga und sagt, Mensch, du bist ja auch schwerhörig, dann gerne Deaf Boys googeln und da den Kontakt aufnehmen. Und ja, sicherlich könnte man auch mit vielleicht auch mit finanziellen Mitteln, so dass man dann auch vielleicht den einen oder anderen Lehrgang mehr machen kann. Also momentan ist es so, dass wir drei Lehrgänge im Jahr haben, wo wir uns dann für ein langes Wochenende treffen. Meistens natürlich dann unmittelbar vor den Turnieren. So, und wenn man da dann die Möglichkeit hätte, vielleicht auch zu sagen, Mensch, da könnte man nochmal einen extra Lehrgang machen oder man kann für die Freistellung aufkommen bei den Arbeitgebern, dass man da dann irgendwie einen Ausgleich findet. Dann wäre das sicherlich auch ein wichtiger Schritt. Ja, aber zum Vergleich Kroatien, fallen einfach in Deutschland junge Spieler, die gehörlos sind oder ich sag mal ein Defizit in dem Bereich haben, schon annähernd im Spitzenbereich raus, weil sie das Problem haben und in Kroatien haben sie die Möglichkeit weiter zu spielen oder weil ich sag mal, also es wäre ja auch die Möglichkeit, dass ein talentierter Handballer, der vielleicht dort ein Problem hat, einfach dann im normalen Handballbereich sich weiterentwickeln kann. Natürlich ist das ein Defizit, aber ich denke mal, mit der richtigen Mannschaft und wenn der Trainer da auch mitmacht, dann ist das alles kompensierbar, wenn man dann auch Mitspieler hat, die das dann mit unterstützen. Glaube ich nicht, dass es deswegen einen Grund gibt, dass man dann sagt, okay, deswegen hat man nicht die Chance, irgendwie auch da in den Spitzensport zu kommen. Ihr seid nicht dem DHB untergeordnet, also ihr seid ein eigenständiger Verband. Richtig, vielleicht, genau. Vielleicht wäre das ein Ziel, dass da ein bisschen mehr Geld reinkommen würde oder dass der DHB da euch mit aufnimmt und dann, dass da mehr finanzielle Mittel da sind, um dort auch mehr Lehrgänge zu machen, oder nicht? Ja, sicherlich. Ich weiß, dass da auch schon mal der Kontakt zum DHB, oder der besteht auch, zwar weiß nicht, ob der regelmäßig da besteht und ja, es hat dann natürlich auch diese irgendwelche politischen Richtlinien, die da eingehalten werden müssen. Dann gibt es auch den Spitzensportverband, der jährlich da auch was ausschüttet, aber dann wird auch mal wieder was gekürzt und ich glaube, einmal könnte man das über die Politik sicherlich irgendwie eine Förderung noch arrangieren, aber bestimmt auch über den DHB. Aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich da als Spieler mich natürlich irgendwie raushalte, was da die Verknüpfung, Verbindungen angeht. Wie die da schon sind, wie weit die da schon vor sind, das kann ich nicht sagen. Deswegen habe ich es angesprochen. Aber wir können das ja hiermit nochmal anregen. Ja, richtig, genau. Wir reden ja nur darüber, das ist kein Problem. Gut. Ja.
Ich habe jetzt gelesen, es gab bei der letzten WM Probleme mit der Türkei. Was war da los? Willst du darüber reden? Ja, klar, kann ich gerne darüber reden. Die Türken bringen ja doch schon immer eine gewisse Mentalität, Leidenschaft mit. Sowohl die Spieler als auch Fans. Und hat eine gewisse Vorgeschichte. Wir waren, muss ich überlegen, wann das war, 2016 in der Türkei zu den Olympischen Spielen. So, die Türkei gelten eigentlich nicht so als Favoriten und auch nicht unbedingt als Medaillenkandidat. Aber die waren natürlich dann die Heimmannschaft und wir mussten uns überraschenderweise im Halbfinale gegen die Türken geschlagen geben. Und ja, man soll natürlich nicht immer nur die Schuld beim Schiedsrichter suchen, aber die Schiedsrichter, also es war auch ein heißes Spiel, das waren über 2.500 Leute da in der Halle und die Türken haben ordentlich Lärm gemacht, davon haben sogar selbst wir ein bisschen was mitbekommen und es war aber wirklich, dass wir krass verpfiffen worden sind. Also da waren Entscheidungen, die waren wirklich sehr kurios und so haben wir dann nachher am Ende mit 2 Toren das Spiel verloren. Und du hattest das angesprochen, Kroatien eigentlich so der Serienweltmeister, Europameister, eigentlich immer Gold geholt. Die hatten dann damals gegen die Russen im Halbfinale auch verloren und ja, bei den türkischen Schiedsrichtern, ja, es war großer Unmut da, eine große Enttäuschung da natürlich auch. Und jetzt hatten wir halt, um den Bogen jetzt zu schließen, in Dänemark wieder gegen die Türken gespielt. Und ja, die waren halt wieder sehr temperamentvoll, möchte ich mal sagen, so dass es dann nachher am Ende für den gegnerischen Torwart, der, ich sag mal, wie Henning Fritz zu seinen besten Zeiten einmal vom einen Sechser zum anderen gerannt ist, aber es dann nicht nur bei Worten belassen hat, sondern dann noch mit einem Faustschlag einen Mitspieler von uns, ja, versucht hat niederzustrecken und dann, ja, mit einer roten Karte noch zwar bekommen hat, das Spiel war vorbei, wir haben gewonnen, so und deswegen gab es da so ein bisschen Ärger, noch ein bisschen Rudelbildung und ja. Aber ihr habt euch dann über den Sieg gefreut und ja, dann war das ja egal. Und dann war es egal, richtig, genau. Aber dementsprechend stand erst nächstes Jahr zur Überlegung, da wollten die Türken die Europameisterschaft ausrichten und dementsprechend war dann ja darüber die Freude bei uns im Team nicht so groß, dass es wieder in der Türkei stattfinden soll. Aber das wurde jetzt gestrichen und tatsächlich machen wir jetzt die Europameisterschaft im eigenen Land. Unten im Süden, im Frankental, ist die Europameisterschaft nächstes Jahr im Mai. Und genau, da müssen wir uns dann halt qualifizieren, sprich einen der ersten 3 Plätze erreichen, damit wir dann halt ein Jahr später dann zu den Olympischen Spielen nach Tokio fahren dürfen. Also ihr qualifiziert euch für Tokio dann. Ihr seid Ausrichter, dafür seid ihr ja qualifiziert dann und ihr würdet euch bei dem Turnier aber qualifizieren für die nächsten Olympischen Spiele. So ist es, genau. Ja. Okay. Ich habe einen Torwartkollege von mir, der damals in Kiel gespielt hat, Niklas Landin, ich weiß nicht, ob du den kennst. Auf einem Ohr hört er gar nichts. Mhm. Wäre das auch einer für euch gewesen, wenn er jetzt Deutscher gewesen wäre oder hätte er gesagt, nee, das ist zu schlecht, der kann... Ja, also sitzen. Natürlich hätte man ja, wäre er mal wahrscheinlich mal zum Probetraining eingeladen worden, dann hätten wir uns das mal angucken müssen. war aber leider, na gut, wie gesagt schon, er ist Däne und es müssen halt beide Ohren betroffen sein, aber sonst. Das hätte ich im Training hingekriegt, dass er das andere Ohr noch. Die zwei Szenario helfen. Hey, warst du das eine Ohr schon verantwortlich? Nein, ich glaube, das war von Kindheit hat er das gehabt. Aber für das andere Ohr, das hätte ich sorgen können dann im Training. Ja, ja. Hättest du mal früher Bescheid geben müssen. Ja. Dann hätten wir den eingedeutscht. Aber das hätten wir noch machen müssen, ja. Ja, ich glaube, es gab auch irgendwie mal einen Spieler bei Leipzig, ich habe den Namen jetzt vergessen, der tatsächlich auch eine Schwerhörigkeit hat. Allerdings ist dann auch halt nochmal wieder die Problematik, ob die dann überhaupt, ich glaube, der Verein dann sagen würde, ja, wir stellen da unseren Spieler jetzt mal mitten in der Saison einfach mal für 2-3 Wochen frei. Wird dann natürlich auch schwierig, wo er wenn nochmal die Unterstützung hat. Aber so ein Auslandsaufenthalt in Tokio oder nach Brasilien, warum nicht, ne? Ja, ist verlockend, ja. Das müsst ihr aber nicht selbst bezahlen, das bezahlt alles der Verband. Nee, wir müssen Eigenanteile dazu bezahlen. Also okay. Wir müssen tatsächlich auch was mitfinanzieren, ja. Aber
ja, ein bisschen zahlt der Verband und ein bisschen müssen wir selber aus eigener Tasche zahlen. Ja. Also nochmal an DHB. Wollen wir gerne nochmal anregen, dass hier Bedarf ist, zu unterstützen. Super. Und wann ist das genau in Frankenthal im Mai nächstes Jahres? Gibt es da schon genau einen Termin? Kann man da zugucken? Da kann jeder zugucken. Das findet Anfang Mai statt. Ich meine, am 4. Mai bis 2 Wochen oder 1,5 Wochen ist das denn. 4. Mai bis 16. Mai? Bis zum 12. Mai. 4. bis 12. Mai, glaube ich, ist das. Und wenn man Informationen haben möchte, wo kann man, gibt es da eine Seite von den Deaf Boys, wo man Informationen sich einholen kann? Ja, wir haben eine eigene Seite, deswegen einfach ich kann die Seite jetzt nicht genau sagen, wenn man jetzt einfach entweder gehörlosen Handball eingibt oder halt Deaf Boys, dann findet ihr dort eine Seite. Wir haben auch eine Instagram-Seite, wo wir regelmäßig von den Groß-Events berichten und da wird man eigentlich schnell fündig, wenn man das eingibt. Und wie sieht dein Trainingsalltag so aus? Wie häufig trainierst du die Woche? Was machst du so noch nebenbei? Beruflich? Also ich bin vom Beruf Hörakustiker. Ich habe vor 2 Jahren habe ich meinen Meister gemacht und ja, einfach aufgrund meiner Schwerhörigkeit, die ich halt auch von Geburt an habe, habe ich mich dann irgendwann mal entschlossen, Mensch, das ist vielleicht auch ganz interessant, mal zu wissen, was passiert da eigentlich in meinen Ohren. Und da ich ja selber Hörgeräte trage, fand ich das ganz spannend und habe dann mich dazu auch verleiten lassen, dann den Beruf auszuüben und zu erlernen. Aktuell spiele ich ja in der Münster Handball. Dort trainieren wir 1 bis 2 Mal die Woche. Das ist jetzt schon auch eher eine Altherrentruppe. Seite Handballer, die früher mal alle bis zur 4. Liga gespielt haben. Und dann am Wochenende halt das Punktspiel und ansonsten Fitnessstudio oder Laufen gehen. Das sind so meine Sachen, womit ich mich fit halte. Und dann natürlich, wenn große Turniere anstehen, dann wird das Pensum natürlich nochmal angehoben, damit man dann, weil man als Amateursportler, wenn man dann doch irgendwie in 2 Wochen dann auf einmal 7 Spiele hat, für euch war das vielleicht eher der Alltag, aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann muss man sich da dann auch oft mal ein bisschen anders vorbereiten und dann vorher nochmal ein bisschen das Tempo anziehen, weil wenn man es nicht gewohnt ist und dann jeden zweiten Tag oder auch mal jeden Tag hintereinander spielt, dann gerade jetzt inzwischen, vielleicht hätte ich auch vor 10, 15 Jahren anders drüber gedacht, aber jetzt so beim Turnier in Dänemark mit 37, da musste ich dann auch schon manchmal schlucken und mal den einen oder anderen Schmerz wegstecken. Aber er spielt nicht nur Fußball im Training, die 1-2 Mal die Woche, oder? Altherren. Kommt auch natürlich vor, natürlich nur, wenn wir gewonnen haben, aber nein, Kicken gehört auch dazu, aber es wird auch vernünftig trainiert, ja. Okay. Und wie lange willst du noch spielen? Also wo sagst du, okay, das also möchte ich noch mitmachen? Tokio ist halt mein großes Ziel, dass ich das noch mitnehme. Wir hatten letztes Jahr noch einen Spieler, der bis Ende 40 noch bei uns in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das zeigt einfach, wie wenig Spieler bisher so wirklich gefunden werden konnten und die wir wirklich zu unseren Lehrgängen einladen konnten. Also das hat sich schon verbessert in den letzten Jahren. Da wurden die Strukturen so mal ein bisschen professionell, vielleicht noch nicht, aber war besser organisiert. Aber ansonsten haben wir da Altersspanne bis jetzt gehabt von 16 bis 48 Jahre. Also aber auch das ist ja vielleicht ein kleiner Aufruf, dass, wie du es schon gesagt hast, dass viele gar nicht wissen, dass es euch gibt, dass es hier eine Nationalmannschaft gibt. Von daher, auch hier ist weiterhin Bedarf für Nachwuchstalente, wie in allen anderen Bereichen auch. Definitiv, auf jeden Fall. Ja. Sönke, du hast, glaube ich, ein paar Fragen vorbereitet für den Zeitzug für mich. Richtig, genau. Ich muss ihn noch einmal kurz hier aufrufen. So, dann... würde gerne mal von Zeitzi wissen, Zeitzi mochtest du nie genannt werden, ne? Von Christian Zeitz. gerne mal wissen, wie gesagt, ich habe das ja auch verfolgt, ich bin schon seit teilweise der Mitte der 90er immer beim THW gewesen und habe dich natürlich auch als THW-Fan, fand ich das immer klasse und ich wollte einfach mal gerne wissen, ob es ein Tor gibt bei dir,
was dir besonders bedeutet hat, weil es irgendwie vielleicht besonders schön war, weil es besonders wichtig war, ob es ein Buzzerbeater war. Und habe mir selber auch ein, zwei Tore rausgesucht. Aber ich würde erstmal gern von dir wissen, ob es da ein Tor gibt, was dir irgendwie noch besonders hängen geblieben ist, weil du sagst, Mensch, das war besonders wichtig oder besonders schön. Also du hast ja schon zwei Tore genannt und ich glaube, die waren beide sehr wichtig. Einmal das 2010 bei Champions League Finale gegen Barcelona, als wir nochmal rangekommen sind und ich dann direkt einen Freiwurf mache. Das war sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, wenn der Alfred, wenn ich denn daneben geschossen hätte oder hätte keinen nicht getroffen, dann hätte mir, glaube ich, den Kopf abgerissen. Also das war schon sehr wichtig und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass wir am Ende noch die Champions League gewinnen konnten. Und natürlich das Tor, was du auch aufgeschrieben hast gegen Hamburg, das war auch sehr wichtig, weil wir davor, bevor die letzten 15 Sekunden waren, gab es ja diese Auszeit und da hat Nocker noch gesagt, passt auf, Christian, bei dir spielen sie den Camper. Versuch nicht, den Ball rauszufangen. Und das hat gut geklappt, soweit ich weiß. Das hat super geklappt. Ich habe gedacht, okay, den Ball kriege ich trotzdem. Und plötzlich springt da einer rein und macht das Tor, ja. Und dann habe ich noch, glaube ich, von Johan Pedersen habe ich noch einen Stumper gekriegt. Hab aber nicht auf die Uhr geguckt, sondern bin einfach nach vorne gerannt, weil Hendrik Lundström nach vorne gerannt ist. Und glaube, da habe ich nicht viel nachgedacht, sondern irgendwie den Ball noch in der Luft gefangen und dann reingeballert. Aber ich glaube, Nocker hätte mich da auch in der Luft zerrissen, wenn ich da... Nicht nur der. Aber das waren schon die zwei wichtigsten Tore. Und ich glaube, vor allem das Tor 2008 gegen Hamburg, das war sehr wichtig. War das 2008? Ja. War das nicht 2008? Nee, 2004, oder? Ich glaube, das war früher. 2004. Da war Bob Hanning noch Trainer bei denen. Genau, 2004, als Nocker noch Trainer also war. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, an dieses Tor. Da sind wir alle zum Zeit sie hin. Also erst kurz vorher geflucht. Also du merkst auch, wenn jemand zumindest mal von der Funktionsweise des Ohres alles wahrnimmt, heißt es nicht, dass alles, das so verarbeitet wird, dass es auch funktioniert. Ne? Also Zeitzi ist dafür das beste Beispiel. Ja. Das von Nocker war ja nur ein Richtwert. Man, das war nur eine grobe Richtung. Eine grobe Richtung, passt auf, aber hat nicht gesagt, hat dich nicht persönlich angesprochen. Genau. Super. Deswegen war das schon sehr wichtig. Also ich kann das noch ergänzen, was Zeitzi mag an den Toren, wenn vom Torwart noch so ein Ohr mit dranhängt. Dann fand das Zeitzi mit am schönsten. Kann man das so? Nein, ich glaube, da war kein Ohr dabei. Ich glaube, Svensson war da. Wer war da? Svensson? Oder? Das war kurz so. Nee, ich rede jetzt nicht von dem Tor speziell. Ich meine so generell. Wenn so ein Ohr dran war oder noch ein paar Haare vom Torwart, dann. Fritze, worauf willst du wieder hinaus? Ich verstehe das nicht. Ich frage nur, das war nur eine Frage. Warst du da am Tor gestanden? Warum hast du nicht einfach gehalten? Berechtigte Frage. Da hätten wir das auch gewusst. Kann ich dir nicht beantworten. Ja, also stimmt, auf jeden Fall haben die Hamburger schon gefeiert und dann wussten sie nicht noch, dass noch ein paar Sekunden zu spielen sind und dann war Martin Schwalb ein bisschen sauer auf seine Mannschaft, glaube ich. Ja, cool. Ich habe das eine Tor habe ich live in der Halle gesehen, 2010 in Köln. Ich war tatsächlich, das war meine Vater-Sohn-Tour mit meinem Papa, der auch begeisterter Handball-Fan ist und mich selber trainiert hat und mich auch immer über Eisstunden unterstützt hat und auch THW-Fan ist. Und wir waren eigentlich jedes Jahr immer nach Köln gefahren, egal nachher, ob THW auch noch dabei war oder nicht, und haben dann eine Männertour gemacht. Und gerade weil das erste Mal in Köln stattfand und ich glaube, von den 20.000 Fans, die in der Halle waren, waren da, glaube ich, gefühlt 18.000 für Kiel. Und das Tor tat natürlich der Stimmung, gab es keinen Grund zum Abbruch dann. Also ja, vor allem war, glaube ich, das auch nicht zu erwarten, dass der THW da im Finale steht, weil wir, glaube ich, im Halbfinale Ciudad Real hatten. Und das war auch keine schlechte Mannschaft damals. Mhm. Und dann gleich am nächsten Tag Barcelona, das war. Und wir waren nicht so viele Spiele mehr, was wir dabei hatten. Also das war, ich glaube, Kim Andersen war auch verletzt. Ich war der einzige Halbrechte. Und durch die Umstellung von Alfred, dann, dass er die frischen Spieler reingebracht hat und denen das Vertrauen gab mit Igor Anic und auch Börge Lund. Glaub, das war sehr wichtig. War das mit Peter Gensel? Ist da Peter Gensel noch dabei gewesen? Ja, Peter Gensel hat einen sehr entscheidenden 7 Meter noch gehalten gegen Garcia. Mhm. Ja, links außen. Der glaube ich, 10 gemacht hat, ne? 10. Ja, genau. Garcia hatte irgendwie 10-7 Meter vorher reingemacht und dann sah ziemlich spektakulär aus, weil er sich da so, in Fußball-Torwart-Manier da in den Wurf reingeworfen hat.
Ja. Das ist ganz gut, wichtig. Peter Gensel kann man auch mal vorwerfen. Ne? Ja. Ist auch ganz wichtig, dass man einen zweiten guten Torwart hat, nicht nur einen. Warum guckst du mich da? Nein. Fritze war auch kein schlechter, ja. 2007. Das stimmt. Da würde ich gleich mal zu meiner nächsten Frage nehmen. Würde ich mal an dich herstellen, Henning. Ich habe zwar jetzt auch so ein bisschen den letzten Podcast natürlich auch von euch schon gehört, da war das auch schon ein paar Mal Thema. Zum einen 2007. Bei mir ist mir aber besonders hängen geblieben 2004, natürlich das Viertelfinale mit den 7-Meter-Werfen. Ja, wo du einfach mal gesagt hast, nö, ich lass gar keinen rein. So, und ich weiß das halt noch ziemlich genau, weil es in dem Jahr war, wo ich tatsächlich damals auch beim THW in der A-Jugend gespielt habe. Und ja, unter Memel noch, den kennt ihr sicherlich auch noch beide. und ja, da wollte ich einfach mal wissen, ist es eigentlich so, ich meine, beim Handball kommt es ja vielleicht nicht so oft zum 7-Meter-Werfen wie beim Fußball, wo man sagt, ja, wir müssen noch extra nochmal alle 7-Meter-Werfen üben. War das so, dass du dir da trotzdem vorher gesagt hast, Mensch, wenn wir dann mal zum 7-Meter-Werfen kommen, dann werfen die Schützen, haben die eine Lieblingsecke, so à la Spickzettel, Jens Lehmann, irgendwie den in der Socke gehabt und dann vorher nochmal raufgeguckt. Bereitet man sich da irgendwie nochmal speziell vor oder gibt es das einfach auch nur so, sagt, Mensch, ich handle instinktiv da und guck mal, was der Schütze macht? Ich glaube, dass natürlich vieles Instinkt ist. Auf der anderen Seite habe ich mich auf jedes Spiel vorbereitet mit Videoanalyse. Aber die hatten natürlich, ich würde mal sagen, 1-2 Siebenmeter-Schützen. So, und jetzt kam mit einmal 4. 5. Frag mich nach dem Namen. Rückraum rechts, Hamburg damals hat er gespielt. Da wusste ich vor Augen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Da wusste ich, also der macht keinen Dreher, der wirft nur fest. Da habe ich mir gedacht, okay, spring hoch und mach dich einfach groß. Mhm. Bei den Außen hatte ich dann zum Teil das Wurfbild, weil ich wusste, dass sie 7 Meter werfen. Was dazu kommt, muss man sagen, wir haben ja zweimalige Verlängerung gespielt. Und wir waren ja mehrfach eigentlich schon weg. Wir lagen immer hinten mit 1-2 Toren, haben immer eine Unterzahl gespielt. Ich habe aber in dem Spiel wirklich so viel Spaß gehabt und ich war so erleichtert, dass wir in das 7-Meter-Werfen gekommen sind, hatte so viel Selbstbewusstsein in diesem Spiel, dass ich einfach sehr entspannt in dieses 7-Meter-Werfen gegangen bin. Und ich glaube, jeder weiß, der Handball spielt, der in so einem 7-Meter schon gestanden hat, vor allen Dingen dann in so einer Situation, dass der Druck natürlich eher beim Schützen ist als beim Torwart. Ja, und ich hatte da diese Mischung zwischen hoher Konzentration und gutem Timing und hat einfach alles gepasst. Ja, und so kam das zustande, dass die Spanier nicht eingetroffen haben. Ganz ehrlich, ja. Fritze hat es auf so einer Schnapsflasche stehen gehabt, wo wir sie hinwerfen. Auf meiner was? Schnapsflasche. Bringst du hier Gerüchte rein? Das war stilles Wasser, du glaubst das nicht. Nein, aber ich glaube, wenn du zweimal Verlängerung hast, irgendwann sind die Schützen ja auch müde. Weißt du? Und Fritze ist da frisch geblieben da am Tor, weil er sich nicht viel bewegt hat und deswegen hat er da alles halten können. Gibt es auch eine witzige Anekdote von mir. Wie gesagt, ich hatte es ja gerade erwähnt, in dem Jahr 2004, 2005 war ich in der A-Jugend beim Kiel und da gab es 1-2 Trainingseinheiten, die wir sogar zusammen verbracht hatten. Ich glaube, da waren World Cup in Schweden und die Deutschen waren auf jeden Fall nicht dabei. Dann war also, weil Schweden natürlich da war, die halbe Mannschaft schon mal nicht da und wir haben dann mit euch zusammen eine Trainingseinheit gemacht und am Ende, ja Fritz, wir haben noch ein Spiel gemacht, aber Henning hat sich gedacht, nö, ins Tor gehe ich nicht, ich spiele lieber im Feld und Kloppmann war dann im Tor und du hast dich an den Kreis gestellt und hast da dann lieber ein bisschen mitgespielt, aber am Ende durften wir halt auch 7 Meter werfen und ja, dann war das natürlich gerade dann in Athen gewesen und wir waren alle so motiviert und wollten natürlich mal gegen den Welthandballer im Tor einen Ball reinhauen. Und ich kann mich an meinen 7 Meter noch gut erinnern. Ich habe es dann gedacht, Mensch, täuscht einmal an. Keine Reaktion, dann ziehe ich voll durch. Noch der zweite Antäuscher, immer noch nicht mal mit dem Auge geblinzelt. So, und dann habe ich damals als A-Jugendlicher versucht, meinen härtesten Wurf versucht, links unten wollte ich werfen. Ja, und kläglich versagt. Also Fritz hat den Ball, so weiß nicht, so halb gebückt dann noch so weggefischt. Also ja, da du war hast mich getroffen, wolltest du sagen, ne? Nee, also ich hab mein Bestes gegeben, habe versucht, so doll zu werfen, extra nicht übers Tor, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, ja, übers Tor, dann hätte er ihn, ja, naja, natürlich unten geworfen, du hast ihn souverän gehalten. Und das ist natürlich im Gedächtnis geblieben. Da habe ich dann gesagt, okay, kann die Spanier verstehen,
dass man gegen den auch mal verwerfen kann. Aber es ist schön, dass Fritz überhaupt noch ins Tor gegangen ist nach dem Spiel. Wieso? Naja, du bist ja schon ein bisschen überheblich gewesen damals. Also du erzählst. Nein, Spaß. Überhaupt nicht. Aber dich im Kreis kann ich mich nicht dran erinnern. Dass doch. Du, hast du als, ab und zu als Knocker... Also als, ich weiß sogar, wo Magnus Wiesler noch da war, durfte, also weiß nicht, ob dann, ich glaube, der Kader war relativ dünn und ab und zu, was weiß ich, wollte nur taktisch irgendwas zeigen und habe ich auch ein, zwei Mal im Kreis gespielt. Aber klar, ich meine, ich mit meinen knapp 90 Kilo bin dann natürlich nur wie eine Feder mit den, gegen die anderen Leute. Also wenn die richtig gespielt haben, dann schieben die dich hin und her, ja. Ja. Aber ich weiß noch, ich glaube, außen durftest du immer spielen, dann bist du immer hoch und runter gerannt. Kann das sein? Ich weiß nicht. Das kann auch sein, ja. Dass wenn wir zu wenig Spiele hatten, dann musste ab und zu mal ein Tor dann die Abwehr stehen und musste da ein bisschen rumhampeln und mussten... Hallo, jetzt werte man nicht meine Leistung auf außen so ab. Nein, aber du warst ja nicht der Einzige. Ich glaube, da waren noch andere Torhüter, die immer auf außen stehen mussten. Ich glaube, das war ja nicht so, dass wir 18 Mann... Ja gut, aber ich war der Beste von den möglichen Torhütern. Das wolltest du ja eigentlich sagen. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja, prima. Vielen Dank für die Antwort. Dann zu Christian nochmal. Wie gesagt, ich habe ja erwähnt, dass ich auch schon lange Kiel... Fan bin. Ich war auch Fan von dir, weil es natürlich immer spektakulär war, wie du gespielt hast. Und man hat ja dann doch schon gemerkt, dass du damals bei Noka oder als Außenstehender würde man sagen, ihr hattet ein besonderes Verhältnis, weil zum einen hast du natürlich mit deinen Würfen, die dann doch mal irgendwie im dritten Rang gelandet sind, den Trainer zur Weißglut gebracht. Das hat Fritze eben schon gedacht, das habe ich gerade gesehen, dass Fritze das schon gedacht hat, aber schön, dass du es nochmal ansprichst. Hätte es einen vierten Rang gegeben, hätte er den getroffen, ne? Es gab einen. Ja, nur das stimmt. Nur das Netz war nicht so hoch, das ging nur bis zum dritten Rang. Genau. Umso mehr war natürlich, wenn der Ball dann doch mal reinging und dann irgendwie im Gefühl mit 200 km/h eingeschlagen ist, war das natürlich immer ein ordentlicher Grund zur Freude. Und was dich ja sicherlich durch diese spektakuläre Spielartweise nicht nur vorne, die sicherlich auch risikoreich war, aber auch hinten mit Steals. Ich glaube, ich kenne keinen Spieler, der so viele Steals wahrscheinlich irgendwie in der ganzen THW-Zeit mal gesammelt hat, wie du das gemacht hast. Auf jeden Fall halt risikoreich und normal würde man ja wahrscheinlich als Trainer da jedes Mal dir den Kopf abreißen wollen, wenn das dann nicht geklappt hat. Und dann war das irgendwie auffällig, dass man gesehen hat, dass du und Noka irgendwie doch ein sehr spezielles Verhältnis hat. Man konnte es auch manchmal in den Medien lesen, dass er sich vor dich gestellt hat, wenn irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen dann gegen dich wieder getroffen worden sind. Und da wollte ich einfach gerne mal wissen, ob du das so bestätigst, ob das so wirklich ein besonderes Verhältnis war und ob ihr eigentlich immer noch einen Kontakt habt. Ich glaube schon, dass wir damals ein besonderes Verhältnis hatten, auch glaube ich, weil ich der jüngste Spieler war in der Mannschaft. Und hat mir da schon sehr viele Freiheiten gegeben, aber hat natürlich auch im Training schon gesagt, bis wohin das geht mit den freien Würfen und dass es vielleicht auch Situationen gab, wo man nicht aufs Tor wirft. Aber es ist auch schon so, dass er mir sehr viel Freiheiten gegeben hat und auch viel geholfen hat im persönlichen Spiel. Und ich denke, auch außerhalb war ein Knocker ein Trainer, der vielleicht nicht so oder anders rüberkam wie zum Beispiel im Spiel oder auch im Training. Also da war schon ein Trainer, der mit dem man auch reden konnte. Und ich glaube auch, Miljana hat einem zum Essen eingeladen, ein-, zweimal im Jahr, auch die komplette Mannschaft. Also das war schon so ein anderes Verhältnis, wie man zum Beispiel zum anderen Trainer hat. Also denke ich schon, dass es ein besonderes Verhältnis war. Aber ich habe jetzt momentan oder seitdem, dass er aus Kiel weg ist, kein Kontakt mehr. Wir haben zwar ein-, zweimal gegen Paris gespielt, da gab es noch wieder Kontakt, aber jetzt im Moment haben wir keinen Kontakt. Naja, okay. Ist der noch im Handball tätig irgendwo? Macht er noch was? Wisst ihr das? Das wissen wir nicht. Ich glaube nicht. Nö. Okay. Ich glaube, er hat auch sein Alter erreicht, indem er, ich weiß nicht, ob er jetzt noch in Frankreich ist oder in Serbien wieder nach Hause gegangen ist, das weiß ich nicht, aber es gibt keinen Kontakt momentan. Okay. Fritze, willst du noch was dazu sagen? Zu Noka? Er war doch ein besonderer. Also das muss ich wirklich sagen. Klar, als Torwart bist du bei taktischen Sachen nicht so eingebunden, aber die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen, da war er
so perfekt und so gut. Deswegen, was viele taktische kleine Kniffe angeht, da war er der beste Trainer. Und auch Torwarttraining hat er ab und zu gemacht, wo viele neue Dinge dazugekommen sind. Also ein absoluter Fachmann. Ja, leider in meiner Zeit in Kiel gab es dann irgendwann einen Bruch, weil ich ihm gesagt hatte, dass es leistungsmäßig dann nicht mehr so läuft und sie sich dann auch entschieden haben, Thierry Omeyer zu verpflichten. Klar hat da unser Verhältnis drunter gelitten, aber grundsätzlich, wenn wir über die Qualifikation oder Qualität von Nocker reden, absoluter Fachmann. Ja. Aber viele haben darunter natürlich auch gelitten, weil es war schon sehr hart und intensiv, was er erwartet hat von den Jungs an Trainingseinsatz, an Belastung. Er hat das absolut ausgequetscht. Deswegen, glaube ich, war die Leistung auch bei vielen dann ja so möglich. Aber viele haben das dann halt auch nicht geschafft. Ja. Und aber am Ende reden wir hier von absolutem Spitzensport. Und da hat Nocker sehr viel zu beigetragen zum Erfolg vom THW. Ja, prima. Vielen Dank. Die nächste Frage würde ich gerne euch beiden einmal stellen. Ich weiß zwar, dass es auch schon mal sowas gab, irgendwie im Handball-Bundesliga-Format. Ich glaube, Christian hatte das schon mal so ein bisschen beantwortet. Ja. Allerdings, da war es, glaube ich, nur auf die Handball-Bundesliga bezogen. Und du hast ja auch doch nochmal in einer anderen Liga gespielt. Wenn ihr so ein All-Star-Team aus Mitspielern aufstellen müsstet, wer wäre das denn so im Team? Ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil man sich dann entscheiden müsste, aber... Fritze hat sich gesagt, ich habe mir mal Notizen gemacht und ich bin ganz ehrlich, also nur eine erste Sieben würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Nein, kannst du auch. Ich habe mal das positionsbezogen aufgeschrieben. Ich fange mal mit den Linksaußen an. Da war das Nikola Jakobsen, also der mit Trickwürfen, Dreher, links, rechts, oben, unten viele Torhüter zur Verzweiflung gebracht hat. Und Thorsten Jansen, mit dem wir ja Nationalmannschaft da sehr erfolgreich waren. Also ein Spieler, der aus meiner Sicht viel zu selten irgendwo medial auch genannt wird, weil aus meiner Sicht zur WM 2007 einen Riesenbeitrag geleistet hat. Also erstmal, wie er in der Abwehr gearbeitet hat und auch die Quote, ich glaube, die war ein Stück über 80% bei 70 Toren, glaube ich, irgendwie so ungefähr. Das ist schon herausragend. Man muss auch sagen, dass er auf halb gedeckt hat. Nicht auf halb gedeckt, genau. Das ist ja für einen Außenhandel auch nicht normal, dass man als Außen halb deckt. Das ist doch schon eine extra Qualität. Ja, das stimmt. Dann habe ich auf Rückraum links, also ich habe mal Nikola Karabatic, hat ja beides gespielt, Rückraum links und Mitte. Da habe ich jetzt mal Nikola Karabatic natürlich. Über den braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Dass der da mit dabei ist. Pascal Hens hat da zu den Erfolgen beigetragen mit der Nationalmannschaft, deswegen habe ich ihn. Und Wassili Kudinov, mit dem bin ich deutscher Meister geworden. Russischer Olympiasieger, Weltmeister, also ganz erfolgreicher Handballer. Deswegen die drei habe ich auf Rückraum links, Rückraum Mitte habe ich Stefan Löfgren. Ich glaube, über den brauchen wir auch nicht groß erklären, warum der dabei ist. Absolut genialer Spieler und auch Markus Bauer, der die deutsche Mannschaft gelenkt und geleitet hat. Obwohl er bei der WM 2007 zwar angeschlagen war und dann der Durchbruch von Mimi Kraus kam, hat er doch hier in Halbfinalspielen wichtige 7 Meter geworfen. Von daher Markus Bauer auf jeden Fall dabei. Rückraum rechts, Olafur Stefansson, für mich einer der genialsten Handballer. Vor allen Dingen jetzt in der Form nicht mit Kraft, sondern viel Geschicklichkeit, Übersicht und. Also viel mit Auge. Viel mit Auge. Und dann ein auch, ja, mit Auge. Dann hat er jetzt nur genommen, weil er neben dran sitzt. Gib's doch zu. Nee, doch. Also auch das, ich weiß nicht, wie viele das wissen, Christian Zeitz, der erfolgreichste deutsche Handballer. Zeitz hat, das habe ich auch immer wieder gesagt, entscheidend mit zu beigetragen zur Europameisterschaft 2004. Im Viertelfinale gegen die Ungarn, wo er reinkam, wo ich einen großen Respekt vorhabe, wenn du vor allen Dingen bis dahin wenig Spielanteile bekommen hast, reinzukommen. Und auch mit dem THW hat er, sag mal, in der Anfangszeit, ich glaube, Kim Andersson war viel verletzt. Da kam er erst später. Roman Pungratnik war da. Ja, genau. Hat Zeitzi auch überragend gespielt. Für den Erfolg immer alles gegeben, ob in der Abwehr oder im Angriff. Ich würde das auch so sagen, wenn er jetzt nicht neben mir sitzen würde. Von daher zählt er für mich zu den beiden Besten, mit denen ich zusammen gespielt habe. Dann sind wir bei rechts außen. Florian Kehrmann, auch das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, bei den Turnieren, wo wir erfolgreich waren, mit einer Riesenquote, mit vollem Einsatz immer gespielt. Joel Abati, der Franzose, mit dem ich in Magdeburg zusammengespielt habe. Und Johan Pettersson war auch ein genialer Rechtsaußen, der Schwede, mit dem ich beim THW gespielt habe. Also von daher auch tolle Leute. Und dann Kreis Mitte, Blacky Schwarzer, braucht man nichts zu sagen.
Magnus Wieslander, der Jahrhunderthandballer. Mit dem habe ich ja nur ein Jahr gespielt und auch einfach ein überragender Handballer und toller Mensch. Ich habe dieses halbe Jahr vor allen Dingen, wo klar war, dass er gehen würde, an den Tagen, wo kein Spiel, also am nächsten Tag war, saß immer ein fester Kern, Magnus Wieslander, Olsson, Stefan Löfgren und Henning Fritz und haben bei einem Kaltgetränk ein bisschen philosophiert. Die alten Schweden haben philosophiert, der relativ junge Deutsche hat zugehört und war begeistert. Also von daher. Wie viel Platz habt ihr da belegt beim THW, als ihr so philosophiert habt? Deutscher Meister. Ja? Ja, natürlich, in Flensburg. Ach so, als der, wie hieß er denn, das entscheidende Tor gemacht hat? Julio Fies? Julio Fies, genau. Ja, Julio Fies. Bum Fies. Ja, ja, genau. Auch geiler Spieler, ja, genau. Und Girik Kerwadek mit Magdeburg. Auch ein super Abwehrspieler, guter Angriffsspieler. Also die drei habe ich an den Kreis genommen. Und Torwartkollegen, Matthias Andersson, wir sind in Kiel sehr, sehr gut miteinander klargekommen. Und auch er ja leistungsmäßig in der Zeit, wo wir zusammengespielt haben, aber dann auch später, ob mit Flensburg oder in Kiel, aber auch in Großwallstadt, mit herausragenden Leistungen. Yogi Bitter, der ja eine sehr unangenehme oder eine undankbare Situation eingenommen hat, als er im Finale dann reinkam nach meiner Verletzung. Und da ziehe ich den Hut vor, auch wie er sich da reingebissen hat und entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Polen, die ja die Chance hatten auf Unentschieden, mit seinen Paraden dafür gesorgt hat, dass wir Weltmeister geworden sind. Also große Klasse. Und Carsten Lichtlein, der oftmals die undankbare Rolle übernommen hat, als dritter Mann, da immer sehr loyal war und kollegial. Also von daher sind das die drei Torhüter, die ich hier genannt habe für mein All-Star-Team. Wunderbar. Gehe ich mit. Hört sich gut an. Also ich habe hab das ja schon alles mal beantwortet bei der HBL und ich glaube, ich bleibe auch dabei. Ich habe links außen Nikola Jakobsen. Ich habe zwar nur ein Jahr mit ihm gespielt, aber das, was er gemacht hat mit seinen Trickwürfen und auch beim 7-Meter, das war überragend und auch, dass er als Einziger geschafft hat, bei Pizza Hut zu bestellen, dass nach Hause geliefert wird. Das hat auch bis dahin keiner geschafft. Oh. Nikola hat Pizza gegessen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Meistens Cola getrunken, aber auch mal Pizza gegessen. Okay. Halb links habe ich auch Karabatic genommen. Ich glaube, das spricht für sich. Und auf Rückraum Mitte habe ich zwei Personen genommen. Einmal Aaron Palmason, weil er in jungen Jahren beim THW schon überragend gespielt hat und auch mit seiner, also ich kenne keinen, der Basketball spielen konnte bei der Nationalmannschaft in Island. Der war im Fußball, war er glaube ich auch dabei, hat er Torwart gespielt, musste sich entscheiden bei isländischer Nationalmannschaft, ob er dann nicht ins Tor geht, hat sich dann doch für Handball entschieden und ich weiß auch noch, wie er einmal immer beim Fußball bei uns ins Tor gegangen ist und da hast du keine Chance, überhaupt nicht so geschafft, gut, ein Tor zu schießen mit Fußball. Und Rückraum Mitte habe ich noch Stefan Löfgren, das spricht auch für sich. Halb rechts habe ich Kim Andersson genommen und rechts außen Johan Petersson, die Speedy Gonzales, die Rennmaus. Und am Kreis habe ich Markus Alm genommen, also quasi die Starting Seven beim THW zu erfolgreichen Zeiten. Torwart? Ja. Torwart, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe Titi genommen. Ja, zu Recht. Tut mir leid. Nein, überragender Torwart, brauchen wir nichts. Nein, aber ich glaube, da gibt es noch einen Landin. Und Henning Fritz gibt es auch noch. Ja, ja. Die drei hätte ich genommen. Ja, wunderbar. Ja, cool. Vielen Dank. Ich mache mal weiter, ja. Ich habe nämlich noch mal eine Frage, wo wir ja eigentlich jetzt viele ja auch sonst immer vom Profisport hören. Wir haben das ja von einem angesprochen, Amateursport. Und gerade, ich habe selber auch mal als Trainer gearbeitet, eine B-Jugend und eine A-Jugend trainiert. Und habt ihr, ja, man sieht ja manchmal so ein bisschen den Rückgang im Sportbereich. Kinder oder Vereine suchen immer wieder Nachwuchs. Nicht nur die Deaf Boys, sondern auch allgemein Kinder und in der Jugend. Habt ihr Ideen, wie Kinder noch zum Handballsport begeistert werden können? Also in Form von, ich habe auch geschrieben, mal Handballcamps oder Profis mal in die Schule holen, mit denen und Unterrichtsstunden machen oder dass sie einfach so ein Interview machen. Wie seht ihr das? Macht ihr da auch Erfahrungen? Werdet ihr schon mal drauf angesprochen? Macht ihr solche Aktionen mit? Und ja. Also
Ich glaube, als erstes erstmal der Erfolg von der deutschen Nationalmannschaft wichtig. Und man hat auch, glaube ich, 2007 gesehen, dass da so ein Hype quasi durch Deutschland ging, dass dann mehr Kinder wieder zum Handball gekommen sind und dass da so einen Zuwachs gab. Aber ich merke natürlich auch hier in der Umgebung, dass viele Mannschaften jetzt mit anderen Städten zusammengehen müssten, um überhaupt eine Handballmannschaft zu finden oder da eine Handballmannschaft zusammenzukriegen. Ist natürlich sehr schwierig und ich glaube, da muss auch der Staat ein bisschen dazu beitragen und auch nicht nur quasi, zum Beispiel jetzt in Ungarn ist es so, dass der Staat sehr viel bezahlt und auch Trainer einstellt, die nicht nur ehrenamtlich da sind, sondern wirklich hauptamtliche Trainer, die regelmäßig dann mit den Jungs trainieren. Und ich finde auch, das Leistungszentrum müssen aufgebaut werden und da müssen hauptamtliche Trainer hin, die auch vom Staat bezahlt werden, um da wieder auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft hinzubekommen und dass da viele Talente, auch wie zum Beispiel in Dänemark, rauskommen. Und ja, sonst hat man eigentlich keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Und ich weiß noch, zu meiner Kieler Zeit habe ich einen Freund gehabt, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Juri. Da war auch, mit dem habe ich zusammengespielt. Genau, und da hat er auch Sport studiert und da war teilweise auch Handballthema. Und dann habe ich dem Professor angeboten, ich mache da ein paar Trainingseinheiten, aber das durfte ich gar nicht. Ja. Und das kann es ja natürlich auch nicht sein, dass ich denen ein bisschen Handball zeigen wollte, wie das näher bringen, aber dann, sobald da ich kein Professor bin, also durfte ich da auch kein Handball zeigen. Also man muss es auch ein bisschen lockerer sehen, glaube ich, in Deutschland. Das ist dann wieder Deutschland. Ja, ne? Also da stehen wir uns selber im Weg. Ich glaube, ein wichtiger Weg ist hier auch die Schule, dass Lehrer auch angewiesen werden, worauf es zu achten. Ne? Fangen, werfen, aufzeigen. Ich glaube, dass viele Lehrer einfach keinen Handballhintergrund haben und deswegen auch gar nicht wissen, was sie mit den Kindern machen sollen. Ja, ich glaube, dass hier der Weg ist und ich glaube, wir sind, ob wir beide oder spreche ich auch gerne für mich, wir sind dafür natürlich offen, entsprechend sowas zu vermitteln. Aber das ist die Grundlage, ne, dass Handball, Sport auch im Schulunterricht entsprechend schon mit eingebracht wird. Ja, und zumindest mal eine Grundlagenausbildung stattfindet. Dass die Kinder überhaupt mal auf diesen Sport aufmerksam werden. Und dann spielt natürlich auch die Nationalmannschaft entsprechend mit die Rolle, dass hier durch einen Erfolg entsprechend auch dann die Aufmerksamkeit auf den Sport stattfindet. Das sind mehrere Komponenten, aber ein wichtiger Bereich ist aus meiner Sicht der Schulsport, der hier von der Qualifikation der Lehrer dahin gebracht werden muss, dass Kinder überhaupt in Kontakt mit diesem Sport kommen. Ja, weil normalerweise ist im Fußball immer, bei der Schule immer nur, wir werfen den Ball rein, dann wird Fußball gespielt. Ja, das kann jeder. Aber man muss auch zum Beispiel ein Henning einladen und dann bringt er mal den Jungs oder den Schülern Handball bei oder die Grundbegriffe von Handball oder auch, dass die Lehrer mal eine Sporteinheit Handball mit uns machen zum Beispiel, sowas. Es gibt auch viele ehemalige Handballer, die Handballcamps anbieten, vor allen Dingen dann gerade in der Ferienzeit. Also ich glaube, hier gibt es ein gutes und ein breites Angebot. Der wichtige, aus meiner Sicht, erste Schritt geht über die Schulen, dass einfach die breite Masse hier einen Zugang hat zu diesem Sport und mal ein paar Ideen bekommt, wie gesagt, wie fange ich, wie werfe ich, wie dribble ich, weil Handball ist schon sehr komplex, ne? Zu laufen, mit der Hand zu prellen, Ball zu fangen, auszuholen, das ist alles nicht ganz einfach, aber ich muss mal die Grundideen bekommen und wenn ich dann vielleicht mir auch das ein oder andere Handballspiel angucke, hier einen Lieblingsspieler habe und den verfolge und mir angucke, was der so macht, dann entwickelt sich sowas. Ja, aber die Grundlage muss gelegt werden und die findet aus meiner Sicht auch mit in der Schule statt. Ja. Ja, nee, war nämlich ein ganz interessantes Thema. Meine Schwester selber auch Lehrerin und Handballtrainerin, zwar bei den Minis und Maxis. Und da ging es halt auch darum, weil man dann halt in unserem Heimatverein nicht mehr genug Kinder hat, die sich für den Handballsport begeistern können. Und dann war es nämlich auch so, dass wir immer dann in der Schule waren. Dann bin ich dann als gehörloser Nationalspieler dann da gewesen und wir haben dann auch mal so für die zweiten Klassen waren das einfach mal die erste Berührung mit dem Handballsport für die Kinder ermöglicht. Und ja, deswegen war es auch mal so meine Frage, weil ich finde das total toll, wenn einige Lehrer, ihr habt das schon gesagt, erstmal ist es ja sowieso in Deutschland so 2 Unterrichtsstunden, glaube ich, in der Woche mit Sport und dann kann man hoffen, dass der Lehrer überhaupt pünktlich kommt, dann alle umgezogen sind, dann ist schon die Hälfte der Stunde um und dann wird meistens der Ball in die Mitte geschmissen und dann wird gekickt. So, und ich glaube, dass es da viel Potenzial gibt, aber
Ihr habt das auch einmal angesprochen. Einmal ist die Bürokratie in Deutschland, dass es dann ermöglicht wird. Es ist einfach nicht so, dass man mal in die Halle gehen kann und sagen, wir machen das. Da war, glaube ich, auch im Vorwege mit Genehmigung einholen vieles notwendig und was dann das Ganze natürlich ein bisschen ja, nerviger macht und aufwendiger macht. Ja, wo wir dann eigentlich auch schon bei der nächsten Frage sind. Ich selber konnte mich dafür auch nie begeistern, Schiedsrichterwesen. Aber wir brauchen das natürlich in unserem Sport. Also ich habe jetzt irgendwo mal neulich die Zahl gelesen, dass sich das in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren halbiert hat, die Anzahl der Schiedsrichter im Handball, weil es da einfach einen Rückgang gibt. Ich kann es nachvollziehen, weil es manchmal echt nervig ist, sich von den Spielern oder halt auch von den Eltern auf der Tribüne anmeckern zu lassen. Und ja, ob es denn der finanzielle Anreiz ist, dann die 10 Euro zu bekommen, ich will da jetzt nichts verändern, ich weiß nicht. Man kriegt einen kleinen finanziellen Ausgleich, ob das denn ausreicht, um da irgendwie Nachwuchs zu bekommen. Weiß nicht, ob ihr da mit den Themen auch irgendwie konfrontiert werdet, ob ihr sowas noch mitbekommt. Oder wie man dagegen anarbeiten könnte, um Kinder, Jugendliche oder den Nachwuchs im Schiedsrichterwesen zu fördern. Also du hast ja die Dinge schon genannt. Einmal ist es das Wirtschaftliche, aber das ist natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten, gerade im Nachwuchsbereich oder im unterklassigen Bereich, werden nie so hoch sein können, dass man sagt, oh ja, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, es gehört ja einfach wieder mit dazu, dass die Vereine entsprechend, wenn es vor allen Dingen dann im Jugendalter ist, wo hauptsächlich die Eltern als Zuschauer mit dabei sind, dass man das auch kommuniziert, dass man hier einfach dankbar ist, dass man Schiedsrichter findet oder dass man überhaupt jemanden findet, der sich bereit erklärt, als Schiedsrichter zu fungieren. Und dass man hier auch vielleicht eher die Kinder unterstützen sollte, anstatt, ich sag mal, vielleicht in eigenen Frust oder was weiß ich auch immer, versucht, über Beschimpfung und Beleidigung loszuwerden. Ich habe das selber auch erlebt, habe auch 2 Mädels, die Handball gespielt haben und was da teilweise vom Stapel gelassen wird. Vielleicht sollte hier die jeweiligen Vereine, ob Gast in dem Moment, Gast oder gegnerische Mannschaft, einfach auch im Vorfeld auf die Eltern, die dabei sind, einwirken und sprechen und sagen, wir brauchen Schiedsrichter, deswegen bitte, ihr dürft eure eigene Mannschaft anfeuern, aber bitte keine Beschimpfung und Beleidigung Richtung Schiedsrichter. Und ja. Also ich habe mich jetzt noch nicht so mit dem Amateursportbereich beschäftigt, aber ich denke, dass im Profibereich einfach die Zeit gekommen ist für Profi-Schiedsrichter, dass da einfach die Vereine oder auch die Spieler investieren so viel und da kommt es auf jede kleine Entscheidung an und ich denke mal, dass es einfach an der Zeit ist, dass man Profi-Schiedsrichter einstellt oder die auch ausbildet und auch dementsprechend bezahlt. Ich habe jetzt mal andere Podcasts angehört, wenn man mal überlegt, dass Schiedsrichter 2 bis 3 Spiele in der Woche oder am Wochenende pfeifen müssen, das ist doch nicht mehr vereinbar mit dem Beruf. Also wenn dann ein Spiel in Norddeutschland ist und das nächste 2 Tage später in Süddeutschland, wie soll das ein Schiedsrichter schaffen? Also es muss einfach einen Anreiz über die Gehälter geben, dass man da einen Profi-Schiedsrichter einstellt und dann kann man sie auch ein bisschen mehr kritisieren, jetzt kann man ja gar nichts sagen über die Schiedsrichter, weil es einfach sie sind in ihrem Job unterwegs, sie sind im Handball unterwegs, also du kannst keinen Schiedsrichter kritisieren und die haben auch nicht diese, du siehst, fast jede Entscheidung kann so oder so gepfiffen werden. Es gibt keine ganz klaren Entscheidungen mehr, sondern immer noch so 50% wo man sagt, okay, war es jetzt ein Stürmerfoul oder ist es 7 Meter? Das kann man, ist so schwer oder das zieht man oder wir sehen das ja kaum auch in der Zeitlupe. Und wie soll das ein Schiedsrichter entscheiden? Und ich glaube, da muss ein Schiedsrichter mehr geschult werden und es müssen auch klarere Regeln her, finde ich. Bei diesem, ja, alle 2 Jahre werden die Regeln geändert und kein Spieler weiß mehr genau, was darf er, was darf er nicht. Dieses Einspringen von außen, haben wir gerade vorhin wieder gesehen, kann da ein Spieler noch rangehen oder soll er ganz wegbleiben? Also das ist sehr schwer zu entscheiden und ich denke, da muss irgendwas kommen in nächster Zeit, dass da ja mehr Gelder da sind für die Schiedsrichter und dass da auch das Ganze ins Profisystem übergeht und ich glaube, da ist es auch, wenn es gut bezahlt ist, dass es auch ein Anreiz für junge Schiedsrichter wird oder ist, dass man da
sich hocharbeitet und dann irgendwann Bundesliga pfeift. Also beim Fußball klappt es auch und die werden auch gut bezahlt und dann darf man die auch mal ein bisschen kritisieren und es gibt ja immer noch den Videobeweis im Notfall. Ja, die Idee ist vielleicht gar nicht, wenn man wirklich schon sagt im Jugendbereich, Mensch, ich fange mit dem Schiedsrichter an und will das später als Job machen, dass das vielleicht ein Anreiz sein kann, anstatt zu sagen, ja, okay, wenn ich wieder Bundesliga pfeife, muss ich noch nebenbei einen anderen Job haben. Das könnte sicherlich ein Anreiz sein. Meine Frage ist aber das, dazu ist es, meinst du, wenn das jetzt Profi-Schiedsrichter gibt, dass denn solche 50-50 Entscheidungen anders ausfallen würden? Na gut, du kannst auf jeden Fall, kannst du dann, es ist ja so, dass auch im Nachgang dann Schiedsrichter die Videos angucken und sich dann besprechen. Vielleicht habe ich auch gesagt, es muss genauere Regeln geben, ja. Das kommt noch mit dazu, dass man sagt, okay, das ist klar 7 Meter, das ist klar Stürmerfoul oder wie auch immer. Aber ich glaube, für uns Spieler ist es auch, oder für mich war das immer frustrierend, wenn wir dann 7 Trainingseinheiten die Wochen hatten und dann kommt ein Schiedsrichter, der nebenbei ein Spiel pfeift und montags wieder zur Arbeit muss und weißt du, das war für mich war das immer sehr frustrierend, wenn dann einer gekommen ist und die Entscheidung von so einem Spiel, wenn das jetzt ein Spitzenspiel war, ja, hängt dann von einem ab, der Amateur ist. Weißt du, du hast 14 Profis auf dem Feld und einer oder zwei Amateure und das sind die Schiedsrichter, die entscheiden alles. Ja, gut. Ja, klar, wenn die dann Profis sind, haben die dann auch vielleicht die Möglichkeit, dann vielleicht einen Tag früher anzureisen, sich vorzubereiten oder dann nicht erst irgendwie noch vorher, weiß ich nicht, 8 Stunden im Auto zu sitzen und dann kurz schnell warm machen und das macht sicherlich dann auch was aus, ja. Also für mich war das immer frustrierend. Also weiß nicht, wie so dich ist. Ja, gar keine Frage. Das ist die Frage, inwieweit der Handballsport das aufbringen kann, diese Etats, um Profitum im Schiedsrichterwesen anzubieten. Das kann ich nicht beurteilen. Man sollte auf jeden Fall zu mehr professionellen Strukturen oder mehr dafür sorgen, dass sie vielleicht dann Arbeitszeit minimieren können, ne, dass sie hier mit so eine gute Einnahmequelle haben, dass sie vielleicht nur noch einen 50-50 Job haben, was auch immer, ob das zu 100% umzusetzen ist. Also ein volles Profitum, weiß ich nicht. Aber mehr Professionalität sollte auch in dem Bezug einziehen. Also die Schiedsrichter haben sich ja auch gebessert. Der Punkt ist einfach auch die Regeln, die gegeben werden, sind teilweise schwammig und nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Deswegen haben wir so viel enge Situation, gerade was Zeit sie auch angesprochen hat, wenn die Außen zum Wurf reingehen, ja, war der jetzt der Abwehrspiel noch in der Bewegung, ist der bewusst oder aktiv zum Knie oder Hüfte gegangen? Also wir tun uns ja schwer, wenn wir 2-3 Zeitlupen angeguckt haben und der Schiedsrichter muss das innerhalb von einer Sekunde entscheiden. Ja. Also wenn es dann ist es eine Entscheidung, die vielleicht entscheidend ist und dafür entscheidet sich eine Meisterschaft, daran hängt die Sponsorengelder. Also das ist jetzt ist jetzt nicht so, dass man einfach ein Spiel verloren hat, sondern es geht ja noch, ist ja ein Rattenschwanz hinten dran kommt, wo man sagt, okay, das geht jetzt um richtig viel Geld. Was haltet ihr von der Idee, die ja auch mal aufkam, ehemalige Profis in Schiedsrichterwesen jetzt im Profisport einzubauen? Weil die dann vielleicht einen anderen Blickwinkel haben, die eigene Erfahrung. Das gibt's ja schon können teilweise, habe ich gehört, dass es da so eine verkürzte Schiedsrichter-Lehrgänge gibt, damit ehemalige Profis schneller auf das Niveau kommen, dass sie nicht ganz unten anfangen müssen, sondern dass sie gleich bei Regionalliga oder 2. Bundesliga anfangen. Aber es ist auch eine Frage, ob man das als ehemaliger Spieler möchte. Oder also ich stelle trotzdem in Frage, ob die dann besser pfeifen. Ja. Weil das heißt nicht, weil du 10, 15 Jahre auf Spitzenniveau gespielt hast, dass du besser pfeifst, weil es ist einfach eine schwere Situation. Ja. Ich habe die Situation ja selber schon mal gehabt. Wenn du auf der Tribüne sitzt, siehst du alles ganz klar. Oder entspannt im Sofa, am Fernsehen, sind alle Situationen ganz klar. Aber wenn du auf Augenhöhe stehst, hast du eine ganz andere Perspektive und du musst halt jetzt schnell entscheiden. Ja, deswegen also großer Respekt vor dem, was da geleistet wird. Man sollte einfach entweder, was Regeln angeht oder auch Professionalität, ihnen halt mehr entgegenkommen, also mehr Möglichkeiten geben, dass sie entsprechend auch professioneller arbeiten können und sich auch vorbereiten können. In welcher Form auch immer, das ist so schwer vorherzusagen, aber es macht wenig Sinn, wenn wir die Spieler, das Umfeld im Handball weiter professionalisieren und Schiedsrichter entsprechend nicht mitwachsen. Ja, weil wie Christian gesagt hat, die Tragweite in ganz engen Spielen
ist einfach entscheidend. Das kann von einem Spiel abhängen, ob du Meister wirst oder nicht. Und dann auch von einer Situation. Das muss jetzt auch nicht die letzte sein, sondern es kann 5 Minuten vor Schluss sein, dass eine 2-Minuten-Strafe oder was auch immer, einen Ballverlust oder ein Stürmerfoul so eine Auswirkung hat. Und das darf einfach nicht sein. Die Entscheidung sollte auf dem Feld von den Mannschaften ausgeführt werden und nicht Entscheidung von den Schiedsrichtern. Also deswegen, das Spiel wird ja immer schneller, wenn man sieht, wie sich das Spiel entwickelt hat die letzten 3-4 Jahre. Also die Schiedsrichter müssen ja in Hundertstel Sekunden eine Entscheidung treffen. Das ist unfassbar schwierig. Deswegen, also es geht nicht anders, als dass die Schiedsrichter, ich finde es auch gut, dass jetzt zum Beispiel die Videobeweis gibt. Ja, also du kannst es nochmal ganz genau angucken, weil das schaffst du gar nicht mehr im normalen Spiel, Situationen zu erkennen. Ja, das stimmt. Manchmal ist das ein bisschen lästig, wenn das dann irgendwie 3-4 Mal im Spiel ist. Dann denkt man, oh, wieder Unterbrechung. Aber ich glaube, das war eher am Anfang der Saison. Das war zumindest mein Eindruck. Inzwischen hat sich das jetzt ein bisschen gelegt. Also da ist die Frage, ob das die beiden Schiedsrichter machen müssen, weil das ist ja immer ein Zeitaufwand, oder ob es nicht einen geschulten, ich hätte jetzt fast gesagt Oberaufseher gibt, der mehr oder weniger über Mikrofon dann sich die Zeitlupe anguckt und die Macht bekommt, zu entscheiden, pass auf, das war so oder so, weil das ist einfach dann auch, wie du schon sagst, nervig, wenn die Schiedsrichter jetzt hinrennen müssen, sich 2 Wiederholungen angucken müssen, um dann wieder zurückzurennen, da geht zu viel Zeit verloren. Ja. Das sollte schneller organisiert werden. Also für die Fans oder für die Zuschauer ist es immer halt lästig, wenn da eine Unterbrechung kommt, aber halt für die Spieler ist es halt dann schon entscheidend, was da gepfiffen wird. Ja, klar, das ist natürlich nachvollziehbar, wenn es dann richtig, Ich finde es eigentlich auch gut mit dem Videobeweis, aber es hilft manchmal trotzdem nicht, dass es dann noch manchmal Entscheidungen gibt, die trotz Videobeweis dann entschieden werden oder die dann halt ohne Videobeweis ein Spiel entscheiden. Ja. Vielleicht sollte man, dass jeder Trainer 2 Videobeweise anfordern kann, sowas einführen, keine Ahnung. Dass zwei. Wie beim Football. Dass man eine rote Flagge wirft und dann die Möglichkeit hat auf Video. Ja. Das Klemmbrett reinwirft und dann heißt es sofort Unterbrechung, Videobeweis. Oder was? Ja. Nein, aber ich habe keine Ahnung. Also es ist unheimlich schwer dadurch, dass das Spiel immer schneller wird. Oder man macht Zeitlupe. Ich habe keine Ahnung, was man da machen soll. Fritze, sag du was. Den Ansatz, wie ich gerade gesagt habe, es gibt einen, der guckt sich die Zeitlupen an und gibt den Schiedsrichtern über das Mikrofon dann oder über die Kopfhörer, die haben, entsprechende Informationen. Ein Oberaufseher also, quasi. Genau. Also so wie beim Fußball, wenn die im Keller in Köln sitzen, beim Handball, dass dann einer, der das Spiel guckt am Fernseher und sagt, Moment, hier war eine Aktion. Geht am schnellsten. Die müssen. Genau. Ja. Na. Und der gut, nicht bestechlich ist dann noch. Ja gut, klar. Oder einen dritten Schiedsrichter. Wie alle Schiedsrichter ganz dritten, neutral. Dritten Schiedsrichter einführen? Nein. Die hat man doch schon am Kampfgericht sitzen. Ja, die offiziell. Nee, die haben ja, glaube ich, nichts zu sagen. Nein, am Fernsehen siehst du es am besten. Der darf sich die Zeitlupe angucken und kann dann entscheiden. Das ist die beste Variante aus meiner Sicht. Und du hast pro Mannschaft 2 Situationen, die du pro Spiel anfordern kannst. Gucken wir mal, was da noch kommt. Ja. Aber wir sind ja auch raus, Henning. Wir müssen das ja nicht mehr mitmachen. Auch aber das schnelle Spiel machen wir nicht mehr mit. Wer denn für euch Schiedsrichter sein gewesen? Was für euch? Oder dann lieber dann derjenige zu sein, der am Fernseher sitzt und sagt, Moment mal, ich entscheide das jetzt. Du stellst Fragen. Klar, klare Antwort. Klar. Ne? Nee, ja. Also wie gesagt, großer Respekt vor den Schiedsrichtern, da ist nichts zu tauschen. Wie gesagt, am Fernsehen kann man das alles leicht entscheiden. Da unten zu stehen und im Bruchteil von Sekunden das zu entscheiden, schon stark. Ja. Henning und ich wollen sagen, wir sind zu alt und können das Tempo nicht mehr mitgehen, die Schiedsrichter. Ich glaube, die müssen jetzt auch 5000 Meter laufen, das schaffen wir auch nicht mehr. Ach Gott, am Stück? Am Stück, ja. Das schaffen wir nicht mehr. Also, nee. Deswegen, wir sitzen da und gucken zu und quatschen Blödsinn, das können wir. Ja. Ja, hast du noch eine Frage? Sönke, ja genau. Nee, ich bin jetzt soweit durch. Vielen Dank dafür.
Wir danken dir. War ein tolles Gespräch, sehr informativ. Wir drücken dir für euer, also erstmal für dich, für deine Handballkarriere weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund. Für euer Turnier Dankeschön. Im eigenen Land im nächsten Jahr drücken wir euch die Daumen. Es ist ja nicht ganz so weit von uns entfernt. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dann auch das ein oder andere Spiel uns mal persönlich anzugucken. Da tauschen wir uns gerne nochmal aus. Ansonsten tolles Gespräch. Vielen Dank und für dich alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich muss sagen, am Anfang war ich doch ein bisschen aufgeregt, aber es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten bei den Fragen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, im Mai vorbeizukommen zu den Spielen oder vielleicht auch mal bei einem Lehrgang mal vorbeizukommen und da zu unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt auch gesund. Das wünschen wir dir auch. Ja. Und vielleicht, super. Wir bleiben in Kontakt und dann kannst du uns ja schreiben, wann du hier in der Pfalz bist und dann kommt Henning mal vorbei oder ich komme mal vorbei und dann machen wir zusammen eine Trainingseinheit. Dann hauen wir mal Fritze gemeinsam aufs Ohr. Schießen die Meter nochmal nach. Ab. Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dir eine gute Zeit und bis bald. Mach's gut. Super. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.